Wer wandert über die begrasten Steppen hinab an die Triste? Und wer behauptet sich am Wanderweg durch das Klosterbachtal? Und das Bündnis der zwei Wallfahrtskirchen bei Hafnerberg und Kleinmariazell? Deshalb. Ja, hallo Freunde und wieder recht herzlich willkommen bei Ich am Weg Wandern mit Peter. Wir sind wieder am Pilgern und zwar am Wiener Wallfahrerweg und wir machen heute unsere zweite Etappe und wir, damit meine ich natürlich nicht den Peter und Sarah und Marco von Strauchs Wanderlust. Und wo gehen wir heute hin? Ja, wir befinden uns jetzt hier noch beim Gasthof am Holzschlag, im kleinen Örtchen Holzschlag, nahe des schönen Peilsteins. Und ja, wir schlagen uns heute durch, runter an die Triesting und letztendlich wird unser Ziel heute Kaumberg sein. Und auf das freuen wir uns schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir sind fit, Marco wird schon gestützt. Genau, und es sind nur moderate Anstiege. So sieht es mal aus. Die werden wir uns jetzt anschauen. Also dann, viel Spaß und kommt's mit. Unser Dreiergespann verlässt die Höhen von Holzschlag und marschiert entlang des Erlebniswegs Peilstein westlich hinab in den Ort Nöstach. Stimmt, ja. Über die Feldebene und teils entlang der gefährlichen Autostraße erreichen wir schließlich die Wallfahrtskirche am Hafnerberg, St. Maria. Dort angekommen, rasteten wir erstmals unsere müden Beine aus. Wieder gestärkt brachen wir, die Gefährten, der abenteuerlustige Marco, die mutige Sarah und ich, auf, um durch das Klosterbachtal in den Norden zu ziehen. Und da tauchte sie vor uns auf, die Basilika St. Maria Himmelfahrt in Kleinmariazell. Auch wenn wir dort erneut eine Rast einlegten, ließen wir uns von diesem Namen nicht täuschen. Wir waren aufgebrochen, um das einzig wahre Mariazell zu erreichen. So zogen wir von dannen durch die wunderschöne Birkenallee des Schicksals, bestärkt von dem Gedanken, unser heutiges Etappenziel bald zu erreichen.
Kurz vor dem bekannten Ort St. Corona am Schöpfel zweigte unser Pfad jedoch südwestlich ab und wir überquerten Wälder, kleine Schluchten und genossen die Aussicht über den Wienerwald. Marco war an diesem späten Nachmittag bereits angeschlagen. Doch nach einem Marsch über die... Was kann ich denn haben? Jetzt mecker mal nicht rum hier! Brücke wurde seine Laune besser. Schließlich kämpften wir uns bis nach Kaumberg durch und waren überglücklich und lachten. Doch das Lachen sollte uns bereits am nächsten Tag vergehen, als es dann erstmals richtig hoch hinausging. So, liebe Zuschauer von Strauchs Wanderlust, als auch von Ich am Weg, ja, ich darf mal beginnen. Wie ihr seht, es ist natürlich jetzt nicht der Abend, nein, gestern hatten wir noch ein bisschen Action, wir haben den Abend noch schön ausgehen lassen und deswegen gibt es jetzt ein kleines Conclusio für euch, meine Lieben. Und ja, war eine tolle Tour, ich fand es wirklich großartig, ich kannte den Teil selbst nicht. Ich fand diese Birkenallee war großartig. Ich fand auch die zwei Wallfahrtskirchen am Hafnerberg richtig toll und auch Klein Mariazell. Ja, war auch sehr, alles sehr schön, schöne Kirche gehabt. Der Weg war auch schön mit schönen Aussichten. Und am Schluss noch was gewonnen im Kaffee, im Weißbrothut. Das war, glaube ich, das größte Highlight dieser Tour. Das werden, ich glaube, wenn wir es nicht vergessen, das können wir euch jetzt hier kurz einblenden. Ne? Genau, das blende ich auch ein. Nee, großartig. Ich muss sagen, nach dem ersten Tag, der natürlich sehr anstrengend war, war das gestern wirklich mal so eine willkommene Abwechslung, weil eben auch landschaftlich ziemlich unterschiedlich. War sehr abwechslungsreich, würde ich sagen. Ne? Sehr abwechslungsreich, mal im Wald, mal auf offenen Feldabschnitten. War richtig schön. Ja. Man hat schon die Alpen ein bisschen gesehen, das Voralpenland. Ja, klar. Und den Wienerwald natürlich auch. Definitiv. Ja. Und ja. In dem Fall, ich meine, das ist jetzt kein Geheimnis und das können wir so als Abschluss jetzt bringen, sehen wir uns dann in wenigen Sekunden beim Intro wieder. Ne? Ja, genau. Also für heute sagen wir mal gute Nacht. Genau. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Ne? Tschö. Marco, vergiss es nicht. Oh, oh, aber jetzt bin ich wieder gescheut vom Sarah. Ganz liebe Grüße, ich hoffe, ihr versteht mich, da ist irgendein lautes Gerät dahinter dran. Ja. Ganz liebe Grüße an Topper. Ganz liebe Grüße an Topper. Und das natürlich auch in diese Richtung, Topper. Ja, und damit sich niemand nachlässig von den Avengers fühlt, auch an den Rest noch schöne Grüße. Also in dem Fall an Sascha und Feli. So. Und an die anderen Zuschauer, die uns auch nicht kennen. Genau.
die uns aber hoffentlich schon sehr bald kennenlernen. Genau. Tschüss, Baba.